Ja, guten Abend, ich bin's, der Promi-Produzent. Ich habe hier ein paar Bananenchips. Ja, es ist einfach so. Nadel, ich finde die lecker, die sind von gesund, bleib gesund oder wie das heißt. Und dann habe ich hier noch ein Bio-Darling mit Honig. Also diesen Bio-Schwarztee. Und naja, auf jeden Fall geht es um Nadel, die hat keinen Tee getrunken, sondern sie hat jetzt im Fernsehen Alkoholbeichte gehabt. Und ich meine, ich habe Nadel getroffen im Wollenberg, jetzt heißt es irgendwie die Insel oder ich weiß nicht, ob das Haus noch existiert da. Ich feiere da nicht, das war kalt zu Silvester. Ich habe da eine Zigarre geraucht und dann habe ich Nadel da getroffen und in den Arm genommen, weil es einfach ein Muss ist, die Ex von Dieter Bohlen in den Arm zu nehmen. Die müssen in den Arm genommen sein. Ja, auf jeden Fall. Braucht Nadel 5.000 Euro im Monat. Also sie sucht immer Männer, die so ordentlich ihr was ausgeben, shoppen und dann halt der Alkohol. So. Und sie hat jetzt im Fernsehen gesagt, dass sie, naja, viel getrunken hätte und so weiter. Ich habe gerade bei YouTube geschaut, überall steht, also besoffen aufs Maul geflogen, besoffen im Club, besoffen mit Gilda Siegel gestritten. Also überall kommt dieses Wort, besäuft sich, betrunken. Ich meine, welcher Y-Promi hat nicht mal getrunken? So, ne? Und das ist ja jetzt auch nicht die Superschande, aber es macht ja auch einen Menschen nicht unbedingt aus, wenn man trinkt. Also eigentlich weiß man, der Mensch ist eigentlich mit seinem Leben am Ende. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich persönlich finde Nadel nett. Also zu mir war sie sehr herzlich. Ich glaube eigentlich, sie hat ein gutes Herz, sie ist ein netter, lieber Mensch und sie meint das gar nicht böse. Und ich meine, vielleicht wird sie irgendwann eines Tages einsehen, dass nur Alkohol nicht das Beste für sie ist. Jo. In diesem Sinne, euer Promi-Produzent.